Von den Bussen, welche auf der anderen Straßenseite hielten, kamen die Athleten durch den Tunnel am bogenförmig gebauten Empfangsgebäude entlang zum Eingang. An der Straße nach Hamburg liegend, war das etwa 10 Kilometer vom Berliner Olympiastadion entfernte olympische Dorf mit Busverbindungen von und zu den Wettkampfstätten erreichbar. Die nur männlichen 4000 Sportler kamen durch das heute nicht mehr vorhandene Empfangsgebäude ins olympische Dorf. Sie wohnten in 140 einstöckigen und in 5 zweistöckigen im nordischen Stil errichteten Wohnhäusern, in denen 2 Bettzimmer, eine kleine Küche mit Herd und ein Gemeinschaftsraum sowie eine Sanitäranlage vorhanden waren. Nur noch wenige Wohnhäuser sind in schlechtem Zustand erhalten, die beim Bau von vornherein dem Luft- und Brandschutz dienen sollten und die teilweise Luftschutzkeller aufwiesen. Alle Gebäude trugen Namen deutscher Orte, die den Athleten symbolhaft mit an jedem Wohnhaus angebrachten Keramiken nähergebracht werden sollten. Das große, als Lazarett konzipierte Haus Berlin war bei den 11. Olympischen Spielen in Berlin als Speisesaal der Nationen von den Athleten zu den Mahlzeiten genutzt worden. Drei terrassenartig nach oben räumlich kleiner werdende Etagen des mit Terrassen ausgestatteten Flügels der Speisesäle empfingen die Gäste aus 50 Nationen. Zahlenmäßig stark vertretene Nationen hatten so unten ihre Speisesäle, kleine Teams oben. Dieser ellipsenförmig einen Innenhof umschließende Bau entstand wie das ganze olympische Dorf durch den Auftraggeber und Grundstückskäufer der Wehrmacht und wurde von Werner und Walter Marsch geplant. Die Olympischen Spiele fielen den Nationalsozialisten quasi in den Schoß. Sie wurden vor deren Machtergreifung an Deutschland vergeben. Nachdem die Wehrmacht hier ihre Heeresinfanterieschule bis 1945 untergebracht hatte, gab es bei der dann hier bis 1992 stationierten Roten Armee teils massive Eingriffe bei Räumlichkeiten, durch Abriss vieler Gebäude und durch Neubau von Plattenbauten. Auf langen Fluchen kamen die Athleten zu ihren Speisesälen. Schaut man von einer Terrasse über den Hof, ist der gegenüberliegende Trakt mit der Durchfahrt zum Hof zu sehen, in dem die Angestellten des Olympischen Dorfes untergebracht waren. Allein 200 Köche und 300 Stewards sorgten für das Wohl der Olympioniken. Die hofseitigen Terrassen des Speisehauses der Nationen waren in 38 Küchen vorgelagert, denen durch Flure getrennt die jeweiligen Speisesäle zur oberen Dorfaue hin gegenüber lagen. Die meisten Teams hatten ihre eigenen Speisesäle mit dazugehöriger Küche, in der landestypisch gekocht wurde.
Am Rande des Olympischen Dorfes stehend, sorgte ein eigenes Wasserwerk für komfortable Ausstattung der Gebäude zur damaligen Zeit, für fließend Wasser aus Hähnen und Duschen. Zudem konnten die Gebäude fernbeheizt werden, da auch ein Heizwerk vorhanden war. Aber auch verspielter Nazi-Symbolik im Detail konnte man begegnen. Mit der auch vorhandenen Kläranlage war man beim Wasser wie auch bei Strom und Heizung autark. Der Bastion genannte Pavillon, ein bei den Athleten beliebtes Terrassencafé, befand sich an der Treppe von der oberen zur unteren Dorfaue und gab den Blick auch Richtung See frei. Diese drei landschaftlich unbebauten Achsen trafen unterhalb der Bastion aufeinander. In diesem mit einem 25 Meter Becken und einem 3 Meter Sprungbrett ausgestatteten Hallenbad wurden den Athleten exzellente Trainingsmöglichkeiten geboten. Es gehört zu einem Sportkomplex und flankiert einen Sportplatz mit Laufbahn in einer seiner Stirnseiten. An dessen anderer Stirnseite befindet sich die gut erhaltene Turnhalle. Sie ist auch mit einer kleinen Tribüne ausgestattet. Viel Tageslicht kann durch die vom Boden bis zum Dach reichenden Fenster einer Hallenseite und eine breite Fensterwand auf der gegenüberliegenden Seite in die Halle dringen. Das Haus des Kommandanten der Wehrmacht, dem die Verantwortung im Olympischen Dorf oblag. Im großen mehrflügeligen Hindenburghaus fanden in Räumlichkeiten, die mit Fernsehtechnik ausgestattet waren, erste Live-Übertragungsversuche erfolgreich statt. Hier konnten die Athleten am Abend oft Filme des Wettkampfgeschehens vom selben Tage sehen. Manchmal war die Filmemacherin Leni Riefenstahl, die die Olympiafilme schuf, selbst anwesend. Sie drehte Szenen ihrer Filme auch im Olympischen Dorf. Über einem breiten Treppenhaus in schlichter Eleganz kamen die Athleten aber vor allem in einem kulturellen Veranstaltungen dienenden Gebäude. Im großen Saal mit Bühne gab es Folklore, Kino und Gesang. Als dann die den Frieden propagierenden 11. Olympischen Spiele von 1936 wieder vorbei waren, zeigte Nazi-Deutschland der Welt alsbald sein wahres Gesicht.